Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. In der Sandgalione sind wir stehen geblieben. Diesen neuen Dungeon haben wir gestern, ja, gefunden endlich. Das ist das Schiff von dem Captain. Und das sollen wir jetzt nun befreien von den ganzen Pests, die hier leben. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. So, ich gucke mich erstmal um, weil ich habe keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung, was mich hier zu erwarten hat. Also wenn ich Splatoon spielen würde, würde ich ja jetzt versuchen reinzugehen, ne? Okay, da brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Kugel für... Hier auch, okay. Okay, da geht's also erstmal weiter. Erstmal hier hinein. Warum sind die Fässer wieder... Egal. Egal. Ach, ich kann mich direkt speichern. Und ich kann mir auch direkt heilen. Das wäre nützlich gewesen, vorher zu wissen, to be honest, aber... Egal. Egal. Okay, aber wie kann ich hier denn... Ah, nee. Hier kann ich nicht rüberfliegen, weil das ist eine andere Vogelstatue. Das ist so eine Dungeon-Vogelstatue, so nenne ich sie jetzt mal. Da funktioniert das nicht, glaube ich. Na gut, dann wollen wir uns hier erstmal umschauen. Zum Glück sind keine Gegner hier. Anscheinend spawnen die erst, wenn ich die Kugel bei mir habe, oder? Aha. Schmetterlinge sind hier. Dann spiele ich doch mal eine Melodie für die. Mann. Na, wo ist denn das? Wo ist denn der? Ist er hier? Oder ist das irgendwo an der Wand? Ah, ja. Das ist der Beweis. Das ist ein Dungeon. So, und ich meine, je nachdem, was man hier draufschreibt, kriegt man das. Gemäß. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber könnte ich mir zum Beispiel Rubine holen? Ist ja ungefähr so. Geht das? Ne, das hat er als Herz erkannt. Okay, schade. Aber ihr seht, wie unglaublich OP das ist. Also, warum habe ich es jetzt verschwendet? Auf jeden Fall ist das ja... Oh Gott, seht ihr das? Es gibt hier einen ganz kleinen Raum ganz unten. Es gibt hier einen Raum in der zweiten Etage. In der ersten Unteretage gibt es dann hier noch das, wo wir gerade sind, hier ein bisschen was. Und Erdgeschoss ist das größte, wie es scheint. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es hier eher so ein Rätsel-Dungeon. Ähnlich wie bei dem dritten Dungeon. Kann das sein? Theoretisch könnte das übrigens nicht nur der fünfte Dungeon sein, sondern auch der sechste. Weil man kann ja die Flammen in egal welcher Reihenfolge man will, sich holen, glaube ich. Ich meine, das ist tatsächlich so. Von daher, theoretisch könnte es auch der sechste Dungeon sein. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und... Ich sehe schon die Gegner. Aber ohne die Kugel sind sie halt nicht am Leben, ne? Bitte schon, block mich jetzt nicht an. Please, please, danke. Aha. Aha. Ah, komm schon, dreh dich. Ich weiß, du willst dich drehen. Blom, 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 blom. Bringt das irgendwas? Ich glaube, das bringt nichts, oder? Das scheint jetzt nichts gebracht zu haben, okay. Alles klar. Toll. Wunderbar. Das ist ein toller Schal, dass hier bisher schon ist. Tschüss. Ist nichts. Der Dungeon wirkt mir so verlassen, so leer. Als wäre er irgendwie gar nicht fertig. Ist ja gar nichts irgendwie. Oh. Transition to black. Ich meine, die Gegner sind ja super einfach, aber warum sind so viele? Weg, weg. Ey, ah, so viele! Ich glaube, das ist ein Albtraum für Leute, die eine Phobie haben vor Spinnen. Weil das gibt's ja wirklich. Es gibt ja wirklich Leute, die Angst haben vor Spinnen. Also eine krasse Phobie haben. Nicht einfach nur so Angst, sondern eine Phobie. Und für die ist das, glaube ich, ein Albtraum. Ich habe euren Albtraum gerade besiegt. Seid glücklich, ja?
Warum kann man die speichern? Ich habe literally vor 5 Minuten gespeichert. Na gut, dann speichere ich halt nochmal. Okay. Wir können mal heilen. Sie, oh Gott. Hier ist diese Statue. Aber tatsächlich sind die Statuen nicht mal so schlimm mit dem Controller. Xenogebieter! Oh, da ist der Bossraum. Dieses große Tor ist fest verriegelt. Ich schätze, dass sich hinter ihm etwas Wichtiges verbirgt. Ja, das weiß ich. Auch weil ich es mir nicht angeschaut habe. Weiß ich das. Ja, Fire Moment halt, ne? Was noch mehr? Ah, ne, hier. Ihr könnt gar nichts. Auch wenn ihr jetzt Elektrofähigkeiten habt, seid ihr trotzdem Lutscher, die ich vernasche. Nom nom. Ey, weh, kommt nochmal der Spinnenboss. Ich möchte nicht ein drittes Mal machen. Was bist du denn? Mein Freund, was bist du denn hier? Hau ab. Hey! Was bist du denn hier? Kann man auch lang. Ich habe das Gefühl, ich muss gleich komplettes Backtracking betreiben, durch das ganze Gebiet und alle umbringen. Kann das sein? Ich habe sehr stark das Gefühl, dass es so ist. Und ich weiß, ich grab gerade die ganzen Gegner raus. Mir egal, dann mache ich es halt. Hier sind zwei Zeiträder. Keine Ahnung, was es ist. Hier ist noch eins. Und du bist ein nerviges Etwas. Vielleicht muss ich meine Kumpel hier freiräumen. Hier ist noch eins. Okay. Kann ich mit denen interagieren? Nee. Ich weiß nicht, wofür die sind, aber ich denke mal, es kann nicht schaden, die hier frei zu machen von dem ganzen Sand. Ich habe keine Ahnung. Habe ich die Kugel schon verpasst? War die irgendwo ganz offensichtlich? Aha! So ein Ding ist es also. Unten. Unten, oben. Unten rechts. Unten, oben, unten rechts. Habe ich jetzt so richtig verstanden? Unten. Oben. Unten. Rechts. Das war viel einfacher zu verstehen, muss ich zugeben. Das war wirklich viel einfacher zu verstehen als das im vierten Dungeon. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Eine Kiste. Ist hier die Kugel drin? Da macht eigentlich keinen Sinn, oder? Was ist denn hier so Schönes drin? Der Schlüssel. Dabababa. Hey, wo haben wir denn ein verschlüsseltes Tor gehabt? Hier? Ich hab's gar nicht kopfen. Nee, da kommen wir gar nicht lang. Okay, laut Karte da. Habe ich nicht gesehen. Okay. Baum, Baum. Wo denn? Ja, hier. Aber das kann ja nicht sein. Okay. Aha. Okay. Ja, die Etagen sind doch viel, viel größer, als ich dachte. Weiß nicht, warum mir am Anfang nur so wenig angezeigt wurde. Wo muss ich denn jetzt lang? All right, ich hab's gefunden. Und zwar direkt am Anfang gibt's eine Schlüsseltür. Okay, habe ich komplett vergessen, dass hier eine war. Wo kommen wir denn jetzt hin? Vorne zum Mast? Nicht zum Mast, zum... Oh, zu einem Kampf! Bist du der Captain? Das sieht krass aus. Und ja, er ist der Captain. Oh! Was? Aua! Aua! Aha, ich muss ihn schubsen. Darum geht's, ich muss ihn schubsen, wie scheint. Oh, ist ein epischer Kampf hier. Der kann wohl nicht sterben, der Typ. Der krasse Kapitän-Captain. Schiffskapitän. Sorry. Aua! Oh, wow. Oh, war echt gut Damage.
Zack! Was zum? Oh oh. Jetzt wird's noch schwerer. Bist du der Zwischenboss hier? Dein Dungeon ist aber ziemlich langweilig bisher, mein Kumpel. Hey! Aua! Yeah! Tschüss! Ohoho! Sein Elektroarm ist kaputt. Aber wahrscheinlich. Alle guten Dinge sind drei. Mit deinem anderen Armwerk wirst du gar nichts. Ich wollte gerade machen. Wirst du gar nichts erreichen können in deinem Leben. Shit! Hau ab! Oh, das hätte böse geendet, wenn er davon getroffen hätte. Tja. Ich bin jetzt der neue Captain. Nein, Spaß, das natürlich nicht. Ich möchte einfach nur seinen schönen, nicen Dungeon-Schatz haben. Gebieter, dieser Maschinenmensch. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 99%, dass es sich hierbei um den Piraten handelte, von dem der Kapitän sprach. Seine Wut und Boshaftigkeit haben sich erstaunlich gut über die Jahre gehalten. Krass, oder? So. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um mir diesen Schatz hier zu krallen. Den Holzbogen! Damit kannst du von Weitem mit hoher Angriffskraft Pfeile auf ein Ziel feuern. Das vielleicht letzte Dungeon Item? Ich bin mir gar nicht sicher, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aber laut unserem Kreis hier scheint es so, als hätten wir jetzt alles. Gebieter, ich habe dir etwas zu deinem neuen Item, zu dem Bogen, zu berichten. Mit ihm kannst du weit entfernte Ziele treffen und großen Schaden anrichten. Mit dem kommst du auch weiter als mit dem Schleuder. Drück jetzt R, um den Bogen zu ziehen. Wenn du Hilfe zur Bedienung des Bogens benötigst, drücke dann Hilfe. Zudem kannst du mit dem einen Pfeil weit entfernte Mechanismen aktivieren, wenn du sie triffst. Ja, also es ist eigentlich basically ein besserer Slingshot. Einen solchen Mechanismus habe ich auf dem Deck entdeckt. Entdeckt, okay. Allerdings glaube ich nicht, dass du ihn von hier aus treffen kannst. Ich rate dir, zurück zum Deck zu gehen. Krass, oder? Wir haben einen Bogen! Yeah! Okay, soll irgendwas treffen. Habe ich jetzt verstanden. Krasser Sound. Was geht denn jetzt ab? Achso, ja. Erstmal kurz runterkommen. Habt ihr schon geliked? Habt ihr schon abonniert? Jetzt wäre die Zeit dafür. Okay, weiter geht's. Mit der Reise. Mit der bizarren Reise, die Link hier durchführt. Lass ihr euch angreifen? Piu! Dring. Was befindet sich da? Aha! Der Zeitkristall! Gebieter, siehst du das? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass dies ein Stein der Zeit ist. Ich empfehle ihn, mit einer deiner Waffen zu aktivieren. Es dürfte auf dem Schiff einige Veränderungen bewirken. Ja, warum nicht mit dem Bogen? Den haben wir gerade bekommen. Piu! Ja, ist ein besseres Slingshot. Und um uns herum geht das ganze Wasser auf. Und das ganze Schiff bekommt Farbe und... Leider leben jetzt wieder alle. Das, wo wir den Captain gekillt haben. Oh, und wir können auch nicht mehr zurückschalten. Jetzt bleiben sie am Leben. Und wir müssen kämpfen. Es gibt kein Davonkommen mehr. Wir müssen kämpfen. Aber der... Ah, der Bogen macht One-Shot. Das ist gut zu wissen. Das finde ich gut. Aber das sind solche Lulatsch, die können gar nichts. Können gar nichts. Die haben ja noch so ein schwaches Schwert. Die können ja gar nichts. Ach Mist. Steuerung, Freunde. Steuerung. Ihr kennt das ja. Du. Okay, 600 haben gerade geladen. Cool. Oh, wie lange habe ich schon das nicht mehr gehört? Wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? Okay, ich brauche hier einen Schlüssel. Was bist du? Hä? Kann ich hier runterspringen? Yippie, die Planschen!
Das ist wohl nicht erlaubt. Ups. Und die Musik loopt neu. Okay, ich dachte, vielleicht hat ja einer von... 10 Pfeile! Ich dachte, einer von den Gegnern hat vielleicht den Schlüssel, aber jetzt habe ich absolut keine Ahnung, wie es weitergeht. Und zurück darf ich auch also nicht mehr. Muss ich hier wieder rein? Ich vermute einfach mal, dass ich jetzt hier wieder rein muss. Geht nicht. Hä? Da ist noch einer. Da sind noch welche. Aha. Da ganz oben. Deckende Pischer. Was? Ich dachte gerade, das springt so runter. So, ja, Angriff! Das sah gerade ein bisschen so aus. Okay, ja, ich hab's gesehen. Da ganz oben ist noch ein Knopf. Den ich von hier nicht erwischen kann. Okay. Und jetzt? Ich höre sie noch. Aber ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ach, oder muss ich das hier da oben abschießen? Hier, das da. Mit dem Anker irgendwie zu machen. Nicht Anker. Das Boot. Wie hilft uns das jetzt? Können wir jetzt drumherum fahren? Das wäre eine ganz interessante Idee, wenn das geht. Herabhängen. Aha! Hier ist eine Tür! Kann sie mir nicht kommen. Ah ja. Toll. Das ist anscheinend für später. Yeah! Mutig ins Wasser springen, aber bringt halt nichts. Okay. Da oben habe ich noch einen gehört, der macht bum bum bum, macht ein bisschen Stress, macht ein bisschen Ärger, macht ein bisschen nervig sein. Wo ist er denn? Ey! Hä? Ich sehe ihn nicht. Ach, da oben! Aha! Und das? Das geht nicht von hier. Ich verstehe es wirklich nicht. Also keine Ahnung, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Da darf ich auch nicht drauf. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Das geht nicht ohne Schlüssel. Nee. Ach, da kann man drauf? Seht ihr das? Was war los? Hier ist eine Leiter. Das wusste ich gar nicht. Moment, aufladen. So. Da ganz nach oben. Schnell! Okay. Kann man einfach noch. Nein! Link! Ich komme einfach nach oben. Krass. Ach, und da sind noch mehr. Deshalb dauert das, weil da noch mehr sind. Ey! Was denkt ihr, wer ihr seid, ha? 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 Ja, dachte ich mir. Ja, jetzt hat's gezählt mit dem Knopf. Ich komme mal vorbei, ne, Freunde? Ich komme mal vorbei. Bitte nicht runterfallen, Link. Danke. Yeah! Haltet eure Schwerter am besten bereit. Ich bin dabei, euch die Hölle heiß zu machen, Freunde. Hey! Tu nicht so oft besser als ich, ja? Tu nicht so. Und du hast recht nicht. Und du schon gar nicht. Du kannst gar nicht mal reden, Bro. So ist es gut. Ich kann es euch mal beweisen, dass er besser ist, weil mit der Schleuder. Seht ihr, die kann vielleicht mehr Damage machen. Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Streu-Damage macht die, aber... Mit dem Bogen können wir so viel mehr erreichen. Plus, der macht ja diese Goblins One-Shot. Also, das ist schon krass. Ich finde. Ja. Krasse View. Sieht schön aus hier. Du siehst überhaupt nicht schön aus. Hau mal ab. Finger runter. Aha. Ja. Richtig so? Ah, es muss einfach nur auf sein. Muss aber nicht aktivieren. Mike, das hast du toll gemacht. Alles hat's auf. Schön, dass mein Schiff wieder ganz so aussieht wie früher. Ja, jetzt musst du mir helfen, meine Jungs zu retten. In dieser Galeone gibt es einen Kerker, in dem sie gefangen gehalten werden. Ja, da war ich auch schon. Ich habe Angst, bis ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das bis. Jo, kein Problem, Bro. Ich hab gerne geholfen. Da ist nichts mehr.
Hier geht's noch weiter. Aber mir gehen leider sogar die Pfeile aus. Ich brauche mal neue Pfeile, ne? Die dürfen gerne mal wieder spawnen. Habe ich kein Problem mit, wenn die wieder spawnen würden. Hallo? Jetzt. Ich muss immer den perfekten Spot dafür finden. Okay. Das hat geklappt. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier oben. Mhm. Aha. Sieh mal einer an. Was sehe ich denn hier so Schönes? Und jetzt bin ich wo? Wo bin ich? Bei einem Bonusort. Oder wie? Ich kann hier runter. Will ich ja runter. Ich mach's mal. Und ich kann hier mal wieder Musik spielen. Achso, das ist wegen der Wand. Oder? Ist wieder so eine Wand? Ja. Brauche ich es gerade? Nö. Lass mal's. Schätze! Wie ich sie liebe! Ein Herzteil! Okay, drei weitere fehlen uns noch. Wir hatten ja keine Herzteile mehr. Komm ich jetzt wieder hoch? Kann ich das von hier erreichen? Nee, aber hier ist noch eins. Okay, ich dachte schon. Irgendwo muss noch eins sein. Hier ist noch eins. Okay. Das ist nur Bonus. Aber den Bonus nehmen wir sehr gerne mit. Ja. Alright. Und runter da. Ja, jetzt können wir hinein. Und seine ganze Crew retten. Ich finde die Mission echt cool. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist wirklich einer meiner Lieblingsmomente in diesem Spiel. So die ganze Sandmeerjagd. Und keine Ahnung, dieses Schiff macht bisher Spaß. Bisher. Aber auch ein bisschen Angst. Das Schiff wird bestimmt nicht für immer. Hä? So einfach bleiben, sage ich mal. Ne? Wo speichere ich denn jetzt? Hier. Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Alright. Wo sollen wir denn lang? Sollen wir hier lang? Hier konnten wir vorhin nicht lang, oder? Ah doch, das war das hier. Das war dieser Ort. Aber das ist nicht anders, glaube ich. Also sieht es zumindest nicht anders aus. Von daher. Na gut. Hallöchen, Freunde. Ach, schaut mal hier. Ich glaube, das zeigt uns an, dass hier definitiv die Flamme sich verbirgt irgendwo. Bestimmt irgendwo in den Gemächern des Endbosses, oder? Bestimmt. Oh, das war so klar, dass ihr hier jetzt leben würdet. Wurde uns ja vorher angeteased, deshalb finde ich das eigentlich ganz nett, dass es angeteased wurde. In welchen Räumen wo jetzt welche Gegner sein werden. Finde ich tatsächlich eigentlich ganz nett. To be honest. Finde ich cool. Oh, Pfeile, nice. Dafür bin ich mal ganz cool. Was gibt's denn hier? Gegner! Naja, den kennen wir schon. Ich will ihn nach oben zu sehen. Ich bin gerade im Kampf! Kristall. Durch die Öffnung in der Decke kann man den Stein der Zeit sehen, der sich an der Decke befindet. Mhm. Den sollen wir wahrscheinlich jetzt aktivieren mit dem Bogen. Das sind auch Pfeile, oder? Lass es mich versuchen. Ja. Okay, und jetzt können wir hier durch. Und jetzt finden wir hier. Ein weiteres Dungeon-Item. Die Karte! Yeah! Jetzt können wir uns mal das ganze Schiff anschauen. Sagt ihr das ganze Schiff anschauen? Aha! Hier ist der Boss. Hier wird es gleich weitergehen. Alles klar, okay. Ich denke mal, wir haben ungefähr die Hälfte des Schiffs schon durch, oder? Aua, okay. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Sorry. Müssen uns wieder in die Vergangenheit bringen.
Ich weiß, die Zukunft ist dunkel und bitter, alle sind tot, aber in der Zukunft kann man hier leider nichts mehr erkunden. Deshalb ist es viel besser hier in dieser... Oh, hör auf! Bro! Ein Controller. Deshalb ist es besser hier zu reisen. Hier ging es lang. Hier waren die ganzen Mistviecher. Sind jetzt immer noch da? Respawnen die immer wieder neu? Ich glaube schon, aber jetzt sind sie gerade nicht hier. Ah, okay. Ich will nach deinen Regeln. Komm. Kleiner. Nicht ausgetrickst. Aber ich bin ja derjenige, warum letzten lacht. Wer als letztes lacht, hat am besten, ne? Weißt du? Hallöchen! Darf ich dich mal analysieren? Was ist denn? Nichts. Hä, wie ist das gerade so leuchtet? Egal, ja, danke. Danke, Freund. Danke, Bro. Danke, Kumpel. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Gib mal zwei, drei Herzen. So. Ne, danke. Nein, nicht. Ich heile mich einfach hier. Ganz gechillt. Hey! Gut. Ja! Oh, ein Totenkopf kriegen wir. Oh, krass. Passt aber sehr, sehr gut zu so einem Schiff. Weil Totenköpfe sind ja eigentlich auch Teil eines Symbols von einem Piratenschiff, ne? So, wag es dich zu uns zu kommen. Wir werden dich angreifen oder sowas. Oh Gott, die kann ich gar nicht lang. Verschwindet! Tschüss! Und mein Kumpel auch hier! Tschüss! Geht doch! Hey! Nimm das Erdöl, bevor es verpufft! Danke! Okay, da waren wir schon drin. Oh, die sind ja eingesperrt! Die Armen, die haben mal voll Angst! Wie bist du als Mann eigentlich hergekommen? Schön, dass du gemeinsam mit dem Kapitän gekommen bist, um uns zu retten! Aber solange dieser Elektrozahn in Betrieb ist, kommen wir hier nicht raus! Was machen wir dagegen? Ach so, der Maschinenraum findet sich unter dem Kerkaps. Da drunten. Im Maschinenraum gibt es einen Gang, der in diesen Kerker führt. Doch um den Maschinenraum zu durchqueren, musst du die Stromschalter betätigen. An diesem Saal befindet sich der Stromschalter. Krass. Okay, ich muss einmal wieder hoch und dann hier irgendwo die Türen wieder. Hilf uns! Aber stimmt, wie komme ich denn da rein? Das waren noch die Türen, die sind dann gegangen, ne? Die sind noch zugemauert, da kommt man noch nicht durch. Oder spawnt jetzt außersehen irgendwas, das mir hilft aus dem Nichts. Das wäre natürlich sehr vorteilhaft, wenn das der Fall sein würde. Gucken wir einfach mal nach. Gucken wir einfach mal nach. Ja. Ach. Auf einmal sind die hier offen. Nee, warte, die nicht. Nur die beiden vorne hier. Nee, warte. Nur der hier. Hä? War schon die ganze Zeit offen? Oder er ist jetzt aus dem Nichts? Keine Ahnung. Müsst ihr mir sagen. Ich muss noch zurückspulen oder so. I don't know. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Und ich hau ihnen aufs Maul. Weil sie mich nerven. Souvenirs nehme ich mit. Weil ich's kann. Ja, du darfst es gerne weiter bewegen, Link. Habe ich nichts gegen, wenn du das machst. So. Ja. 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 Aha. Die Kanonen. Öffne ich damit, glaube ich, oder? Sind das Kanonen? Keine Ahnung, was ich gerade mache hier, aber... Bestimmt wird es uns helfen! Bestimmt wird es uns helfen. Hier kann ich auf jeden Fall runter. Was gibt es hier unten so Schönes? So Schönes, Feines. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ich höre nur bzzz.
Aha. Vielleicht bin ich schon fast da, wo ich hin will. Aha. Ne, hier gibt's doch gar nichts. Ich bin verwirrt. Ja, wo bin ich? Okay, ich glaube, das ist hier nur ein Raum, um mir alles zu zeigen, oder? Ich glaube, hier gibt's nichts. Ich gehe jetzt wieder weg. Ich sehe keinen Sinn, hinzugehen. Hier ist einfach nichts. Ne, hier ist nichts, hä? Oder muss ich ja wirklich weiter? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ah, die kann man ja auch nochmal hochklettern, ne? Auf das... Ah, das ist... Da sind wir wieder auf dem Boot. Und hier sind wir wieder tot. Toll. Hä, ich verstehe es aber wirklich nicht. Finden wir es in der nächsten Folge raus.